Die Angst geht um in Deutschlands Straßen und damit herzlich willkommen zu Aktenzeichen XY-Chromosom ungelöst. Heute beschäftigt uns ein ganz abscheulicher Fall. Die Täter sind bereits identifiziert. Von den grausamen Verbrechen, die wir Ihnen gerne zur Last legen wollen, fehlt bisher leider jede Spur. Im Studio begrüße ich daher die Leiterin der Sonderkommission Mama bleibt Mama und Papa bleibt Papa, Frau Brechstein. Guten Abend. Frau Brechstein, was können Sie uns über die Täter sagen? Ja, das Gefährderprofil nennt sich Gender Gaga. Ja, der Täterkreis umfasst Transpersonen, Drag Queens, Wokeness, sprachliches Gendern, also eigentlich alles, was nicht der Norm entspricht. Und wie erkenne ich die? Ja, wir haben hier ein Phantombild vorbereitet. Ich sage nur abstoßend. Dummerweise braucht man für eine Verfolgung in diesem Land immer noch eine Tat. Wie könnte diese Tat aussehen, Frau Brechstein? Nun ja, Kinder könnten ja Opfer werden. Ja, einer Lesung einer Drag Queen. Ja, und dann aus dieser Lesung als Marilyn Söder wieder rauskommen. Und das ist natürlich erst der Anfang. Ja. Ja, ich sag Ihnen, wenn erst mal das Selbstbestimmungsgesetz durchkommt, da wechselt hier jeder sein Geschlecht wie Hertha BSC die Trainer. Stoppen Sie diese Narretei! Scheiße, die Drag Queen. Nein, das ist unser Sachverständiger für Wärmepumpen. Ich bin Universalgelehrter. Und was qualifiziert Sie für Gender-Themen? Ich habe den Regenbogen erforscht. Da sind Sie ja überhaupt nicht neutral. Hören Sie, in diesem Gesetz geht es doch einfach nur darum, dass Menschen, deren Geschlechtsidentität nicht dem eingetragenen Geschlecht entspricht, diesen Eintrag ändern lassen können. Und zwar ohne sich demütigenden Fragen stellen zu müssen. Ja gut, aber es könnte ja sein, dass ein Mann sich als Frau eintragen lässt, um dann gezielt in Umkleidekabinen von Frauen einzudringen. Wie ein Mensch nur so etwas tun kann. Ja, tun könnte. Wir haben ja leider immer noch keine Tat. Ja, deswegen brauchen wir Ihre Mithilfe. Gesucht wird eine Tat. Darum schalte ich nun zu meiner Kollegin nach Wien, Petra Verhetzi. Gibt es Hinweise in Österreich? Guten Abend. Bisher nicht die Spur eines Verbrechens, aber die Angst geht um. Danke. In der Schweiz, wie sieht's aus? Guten Abend. Auch hier, wie immer, alles ruhig, aber auch hier geht die Angst um. Vielen Dank an die Kollegen. Schade, immer noch keine Tat. Aber sollte es zu einer Tat kommen, dann haben wir ja jetzt schon eine Zeugenaussage. Und zwar von der bekannten Fußmatten-Influencerin Monika Gruber. Wir haben ja mal ein Bild aus ihrem Webshop. Wer gendert, braucht gar nicht erst klingeln. Habe ich mir schon bestellt. Ja, sie beschreibt einen Fall in der Therme Erding in der Zukunft. Bin mir ziemlich sicher, dass die rot-grüne Mischpoke in einer Nacht- und Nebelaktion den Gesetzesentwurf durchwinken wird, dass du dir einmal im Jahr dein Geschlecht selber aussuchen kannst. Und da freue ich mich heute schon, wenn ich dann in der Therme Erding mit meinen kleinen Nichten in der Damenumkleide stehe und dann kommt irgendein Typ rein mit hängendem Gemächt und baumelnden Eiern und ich erzähle meinen Nichten, dass es jetzt doch gescheiter ist, dass wir uns im Auto umziehen. Das ist eine wunderschöne Tat. Ja, aber sie ist nicht passiert. Noch nicht. Dann müssen wir also weiter auf diese Tat warten. Ich esse übrigens Fleisch. Bei uns gibt es das Geschlecht, das auf den Tisch kommt. Hören Sie sofort auf zu warten! Es gibt genug Taten, allerdings sind die Transpersonen die Opfer. Laut einer Datenerhebung der EU wurde ein Drittel der befragten Transpersonen Opfer von Gewalt oder Gewaltandrohung. Entschuldigung, ist das jetzt nicht eine ganz gefährliche Täter-Opfer-Umkehr? Und warum geht es denn eigentlich schon wieder um die? Was ist mit uns? Hören Sie, nur weil eine Minderheit etwas mehr Aufmerksamkeit bekommt, heißt das doch nicht, dass Sie weniger davon bekommen. Ha, das kenne ich. Das hat mir meine Mama auch gesagt, kurz bevor meine Schwester auf die Welt gekommen ist. Ach,
doch alles gut. Wir finden schon noch eine Tat. Ne? Alles gut. Warum reden hier alle über Gefahren, die es gar nicht gibt? Weil man dafür viel Geld bekommt. Internationale Geldgeber haben in den letzten Jahren über 700 Millionen Dollar für Anti-Gender-Kampagnen ausgegeben. Auch der europäische Adel. Unter anderem Gestalten wie Beatrix von Storch mischen damit. Dieser seltsamen Mischung aus beleidigter Leberwurst, Hans-Georg Maaßen und einem verpassten Friseurtermin. Der Adel steckt sein ja über Jahrhunderte ergaunertes Vermögen in Kampagnen. Transfeindlichkeit finanziert vom Adel. Dabei ist es doch vor allem das Adelsgesocks, das sich seit Jahrhunderten fragt, aus welchem Geschlecht es kommt. Eine der schillerndsten Vertreterinnen dieser nutzlosen Gesellschaftsschicht, Gloria von Turn und Taxis, darf ihre dümmlichen Vorurteile über alles, was Normale so aufregt, in einer Sendung des Sexisten Julian Reichelt darbieten. Und wer vor langen Jahren einmal ein Gespräch zwischen Kermit dem Frosch und Miss Piggy in der Muppet Show erleben durfte und heute Reichelt und Fürstin Gloria sieht, der weiß, dass die Evolution den falschen Weg eingeschlagen hat. Und warum? Warum? Warum dürfen die beiden über Gefahren reden, die es gar nicht gibt? Weil es auch da viel Geld gibt für diesen gemeingefährlichen Unfug. Von Frank Gotthardt, Milliardär und Ehrenvorsitzender des Wirtschaftsrates der CDU in Rheinland-Pfalz. Schwerreiche finanzieren die Hetze gegen Klimaschutz, Transrechte oder gesündere Ernährung. Und nur zu einem Zweck, um die Positionen der AfD zu stärken, die vor allem die ideologische Schlägertruppe der Reichen ist. Abschaffung der Gewerbesteuer, Abschaffung der Erbschaftssteuer, keine Steuererhöhung. Gegen die AfD ist die FDP eine marxistische Splittergruppe. Herr von Wagner, wir haben was vergessen. Was denn? Na, das Abo und die Glocke. Was? Dann war das hier alles ganz umsonst? Ich fürchte ja. Vielleicht wissen unsere Zuschauer ja auch selbst, wo sie abonnieren können. Mann, dass sie jetzt noch zwei weitere Videos gucken können. Stimmt. Unsere Zuschauer sind ja sehr klug.